Die DHV-News vom 26. Februar 2021. Anhörung im Bundestag, Cannabis und Führerschein. Jens Spahn will sich Legalisierung anschauen. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Ich war diese Woche im Bundestag, genauer gesagt im Verkehrsausschuss des Bundestages, und da gab es eine Anhörung zu einem Antrag der linken Fraktion zum Thema Cannabis und Führerschein. Mal kurz zum Inhalt dieses Antrags. Die fordern im Grunde die Gleichstellung von Cannabiskonsumenten und Alkoholkonsumenten im Straßenverkehr, im Führerscheinrecht. Ganz konkret, Führerscheine sollen nicht mehr nur aufgrund von Cannabis-Besitzdelikten entzogen werden, die also mit Straßenverkehr gar nichts zu tun haben. Solche Delikte werden ja regelmäßig an die Führerscheinstellen gemeldet. Dann soll es keine MPU und keinen sofortigen Führerscheinentzug nach dem ersten Verstoß mit Cannabis geben, so wie das bei Alkohol ja auch ist. Man kriegt halt ein Bußgeld, man kriegt ein Fahrverbot, aber man bekommt nicht sofort endgültig den Führerschein entzogen. Und das sollte halt gleichgesetzt werden, auch bei Cannabis. Derzeit ist es so, dass zumindest jeder Cannabiskonsument, der erwischt wird, sofort eine MPU machen muss, Tausende von Euro bezahlen muss dafür. Und das eben oft, obwohl die nur Restwerte von Cannabis vom letzten oder vorletzten Tag im Blut haben und vollkommen nüchtern sind. Also eine deutliche Ungleichbehandlung, die da aufgehoben werden soll. Es werden konkrete Grenzwerte vorgeschlagen, und zwar ein zweistufiger Grenzwert. Im Moment gilt 1 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Das ist ein extrem geringer Wert, der eben noch sehr lange nach dem Konsum im Blut sein kann. Und werden eben jetzt eine Anhebung auf 3 bis 10 Nanogramm vorgeschlagen. 3 Nanogramm wie bei Alkohol, 0,3 Promille, diese versicherungsrelevante unterste Schwelle, unterhalb der überhaupt keine Wirkung möglich ist, mehr oder weniger, oder zu erwarten ist. Und die zweite Grenze bei 10 Nanogramm, analog zu den 0,5 Promille Alkohol, ab der dann eben auch eine regelmäßige Sanktion erfolgen soll. Und damit werden die Leute eben sicher, die erst am nächsten Tag fahren und nicht am gleichen Tag vor Fahrtantritt noch Cannabis konsumieren. Das wäre eine faire Lösung. Und es soll erforscht werden, wie die Fahrtüchtigkeit auch ohne Grenzwerte im Blut vernünftig herausgefunden werden kann. Auch eine Forderung, die wir schon lange haben, weil THC-Grenzwerte eben nicht sehr viel aussagen. Patienten dürfen ja zum Beispiel auch fahren, wenn die sauber eingestellt sind mit noch höheren THC-Werten, weil die eben keine Ausfallerscheinungen mehr haben, weil die stabil eingestellt sind und Cannabis dann eben keine negativen Auswirkungen mehr hat auf die Fahrtüchtigkeit. So ähnlich wie der Torkelbogen, den die Polizei jetzt schon hat, von wegen geh mal auf einer Linie, aber der ist halt wissenschaftlich noch nicht so richtig belastbar, ob die Personen dann wirklich fahrtüchtig sind oder nicht. Und da kann man halt noch ein bisschen mehr forschen, dass man da was Belastbares findet. Wäre jedenfalls gut, würde dazu führen, dass eben nicht so sehr das Blut aussagekräftig ist, sondern das tatsächliche Fahrvermögen. Und ja, da würden natürlich auch andere Leute den Führerschein dann allerdings verlieren, die eben nichts im Blut haben, aber halt 3 Nächte nicht geschlafen haben oder so. Die haben übrigens, die Linken, ganz offensichtlich bei dem Antrag sich an der Führerscheinkampagne orientiert, die wir vom Hanfverband 2018 gemacht haben. Die Forderungen sind sehr ähnlich zu dem, was wir damals aufgestellt haben. Inklusive dieser beiden Grenzwerte, 3 Nanogramm, 10 Nanogramm, die standen auch schon bei uns mit drin. Und der DHV wird erwähnt in dem Antrag der Linken, ganz konkret. Das sage ich nur, um nochmal klar zu machen, weil manche immer sagen, ja, eure Jahreskampagnen, die bringen ja gar nichts, ja. Sie wirken auch länger als das Jahr der Kampagne, in dem Fall eben 2018, Führerscheinkampagne. Jetzt werden genau unsere Forderungen im Bundestag diskutiert, in der Anhörung. Das nur nochmal dazu gesagt, dass das eben noch sehr viel mit unserer Arbeit zu tun hat. Ja, ich war also am Mittwoch dann da und als Sachverständiger. Und es wird aber nichts entschieden. Das ist eine Anhörung, das ist immer so, da wird nicht gleich am Ende entschieden. Ich sehe in vielen Kommentaren, dass die Leute sich wundern und denken, ja wie, ich denke, das war jetzt das Thema, was ist denn jetzt der Beschluss? Kommt kein Beschluss, ja, wird später beraten. Da werden erstmal nur Sachverständige angehört, bei denen ich eben auch dabei war. Meine Stellungnahme findet ihr auf hanfverband.de, also die komplette schriftliche Stellungnahme. Und meine Antworten, ich habe also einige Fragen bekommen von Grünen und Linken und meine Antworten dazu haben wir hier im Kanal einzeln hochgestellt. Das könnt ihr euch also da nochmal angucken, wer es noch nicht gesehen hat. Und dann findet ihr hier in der Videobeschreibung auch noch einen Link zum Antrag selbst, zu einem vollständigen Mitschnitt dieser ganzen Sitzung, die ganzen 2 Stunden und auch zu den Stellungnahmen der anderen Sachverständigen. Und wenn euch das gefallen hat, dass ich überhaupt da war, was ich da gesagt habe und so weiter, Das ist Interessenvertretung für euch, für Cannabiskonsumenten, für ein gerechteres Führerscheinrecht, für eine bessere Welt. Ja, wenn euch das gefallen hat, hier auch nochmal der Hinweis, das ist nur möglich, weil uns Tausende von privaten Menschen als Fördermitglieder finanziell unterstützen. Sonst gäbe es unsere Arbeit nicht, sonst gäbe es mich hier nicht und dann wäre ich da nicht im Bundestag gewesen. Also vielen Dank an alle, die das supporten. Und alle, die wollen, dass wir davon noch mehr machen, ja, kommt zum Hanfverband. So, also wie war jetzt diese Anhörung? Wie fasse ich jetzt diese 2 Stunden zusammen? Viele von den Statements waren natürlich tatsächlich schwer zu ertragen. Da waren gleich 3 Organisationen geladen als Sachverständige, die Millionen Umsätze machen durch die Situation, wie sie jetzt ist. Die haben überhaupt kein Interesse daran, dass sich daran irgendwas ändert, dass jeder Cannabiskonsument sofort eine MPU machen muss. Das kostet Tausende von Euro und ein guter Teil davon landet eben bei diesen 3 Sachverständigen von DEKRA, TÜV Nord, TÜV Süd. Und entsprechend waren auch deren Stellungnahmen auf gar keinen Fall irgendwas ändern. Wir werden sofort die ganze deutsche Bevölkerung gefährden, ja, wenn die Leute mit 2 oder 3 Nanogramm im Blut fahren, obwohl die dann immer noch nüchtern sind. Aber gut, ja, die wollen halt da verdienen. Diese Stellungnahmen erspare ich euch aber hier. Die zeige ich euch hier nicht. Wer sich da ein bisschen gruseln will, ja, wie gesagt, in der Videobeschreibung, ihr könnt euch das ganze Video angucken, euch da schwarz ärgern und die Dokumente durchlesen von den anderen Stellungnahmen und euch dabei noch schwärzer ärgern. Vielleicht geben wir euch auch noch ein paar kleine Extra-Videos mit ein paar von diesen Schnipseln, von den Aussagen dieser Leute mit, auch um ein bisschen Feedback von euch zu kriegen zu dem, was sie da gesagt haben. Aber hier lasse ich das erstmal. Ich bin nur nicht unbedingt zuversichtlicher geworden nach dieser Anhörung, dass da noch was passiert vor der Wahl. Unter anderem auch deswegen, weil offensichtlich nur bei Grünen und Linken da eine Zusammenarbeit stattfindet zwischen Drogenpolitikern und Verkehrspolitikern. Bei denen waren also die Vertreter Mofassat, Kappert-Gonter, Drogenpolitiker, als Gäste im Verkehrsausschuss, haben die Verkehrspolitiker vertreten und die Fragen gestellt und so weiter. Und das ist bei FDP und SPD zum Beispiel nicht der Fall gewesen. Die haben auch progressive Drogenpolitiker. Aber die sind nicht im Verkehrsausschuss aufgeschlagen und das hat man eben leider auch gemerkt. Und die Verkehrspolitiker selbst haben offensichtlich wenig Ahnung von dieser ganz speziellen verkehrsdrogenpolitischen Geschichte. Und da gibt es noch viele dicke Bretter zu bohren und Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber zu den positiven Momenten da in der Anhörung, ich will euch ja hier nicht die Laune verderben, da habe ich schon Hoffnung, dass nach der Wahl zumindest, wenn der Spuk der Großen Koalition vorbei ist, dass dann da was passieren kann, auch beim Thema Cannabis und Führerschein. Hier aber erstmal ein Ausschnitt von dem, was Bernd Werse vom Schildower Kreis gesagt hat. Also es gibt einen gewissen Widerspruch, nämlich dass schon nach bestehendem Recht ja regelmäßig Konsumierenden, was ja anscheinend mit nahezu täglich bis täglich definiert ist, das Recht abgesprochen wird. Auch das ist schon mal in Zweifel zu ziehen. Dazu hat Herr Wurth eben gerade auch schon was gesagt. Auch täglicher Konsum ist ja nicht gleich täglicher Konsum. Es gibt die Dauerbekifften und es gibt die, die abends mal einen Joint rauchen. Und bei denen ist in aller Regel davon auszugehen, dass sie am nächsten Tag den Wert von 3 Nanogramm unterschreiben. Meistens zwar auch den von, oder oft auch den von 1 Nanogramm, aber das sei jetzt einfach mal dahingestellt an dieser Stelle. Nur nach der gegenwärtigen Praxis, was MPU betrifft, ist es ja so, dass also eigentlich gelegentlicher Konsum toleriert werden sollte, aber in der Praxis das eigentlich ganz anders aussieht. Wenn jemand erwischt wird und ihm quasi unterstellt wird, er könnte womöglich gelegentlicher Konsument sein oder womöglich auch regelmäßiger Konsument sein, dann muss er einen Abstinenznachweis über viele Monate, in der Regel über 12 Monate erbringen. Und allein das widerspricht sich schon in sich. Und das ist allein schon mal ein Plädoyer dafür, dass diese MPU-Praxis da einfach mal geändert wird. Und was dann nach Bernd Werse auch noch ein echter Lichtblick war, das war Anja Knoche von der BAST, die Bundesanstalt für Straßenwesen. Das sind die Fachleute, die die Expertise für die Bundesregierung in diesem Bereich haben sollten. Und Frau Knoche zeigt, ja, die Expertise ist durchaus da, aber die Bundesregierung will sie offensichtlich nicht haben, diese Expertise. Die hat noch keine schriftliche Stellungnahme abgegeben, nur mündlich da die Fragen beantwortet. Und auch das hat vielleicht damit zu tun, dass ihr letztendlicher vorgesetzter CSU-Verkehrsminister Scheuer da sitzt und da ja noch bleibt, scheinbar nicht abgesetzt werden kann, wie auch immer, der wird ja auch heiß diskutiert. Ja, bis zur Wahl wird es schwierig, aber trotzdem hier Anja Knoche für die besseren Zeiten nach der Wahl. Ich war stellvertretende Leiterin des EU-Projekts Druid, Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines, und da die Leiterin des Arbeitspakets, in dem eben genau diese Risikoberechnung zum Fahren unter Einfluss von psychoaktiven Substanzen gemacht wurde. So, jetzt zur ersten Frage, ob es eine Blutkonzentration gibt, bei der eben eine Beeinträchtigung verkehrssicherheitsrelevanter Funktionen zu erwarten ist. Wenn man jetzt diesem wissenschaftlichen Konsens folgt, würde man eben zunächst sich mal die Unfallstudien anschauen. Und da ist es generell so, dass Cannabis im Vergleich zu anderen psychoaktiven Substanzen wie auch Alkohol generell eigentlich ein niedrigeres Unfallrisiko hat. Wir sehen aus diesen Unfallstudien, dass ungefähr ab 4 Nanogramm im Serum eine signifikante Erhöhung von dem Risiko, beteiligt zu sein, langsam anfängt. Einfach als Beispiel, die Niederlande haben eine Festlegung ihres THC-Grenzwerts, wie auch beim Alkohol, auf die durchschnittliche Risikowert bezogen. Das heißt also, auf Studien gestützt sind sie, analog zum 0,5 Promille Alkoholwert den Grenzwert für Cannabis auf 5 Nanogramm pro Milliliter Serum definiert, was auch ungefähr ein Wert ist, der eben in diesen Druid-Studien herausgekommen ist. So, und für heute lasse ich das Thema erstmal dabei jetzt. Wer sich nochmal ganz grundsätzlich mit dem Thema Cannabis und Führerschein auseinandersetzen will, ich kann das ganze Feld jetzt hier nicht auseinanderdröseln, sonst haben wir die Sendung hier stundenlang, wird eh schon eine lange Sendung, der möge doch nochmal auf unsere Kampagnenseite gucken, führerscheinkampagne.de, da gibt es alle möglichen Fallbeispiele, Expertenaussagen und eine Broschüre zu den wissenschaftlichen Hintergründen, zum Abbauverhalten von THC und warum da so lange noch diese Restwerte im Blut sind, die gar nicht mehr wirken und so weiter, wo ein sinnvoller Grenzwert liegen könnte. Wie sind die ganzen Grenzwerte international in anderen Ländern? Was zeigt, dass Deutschland sehr repressiv unterwegs ist? Alles auf führerscheinkampagne.de. Guckt es euch an. Und ich melde mich dann wieder, wenn der Bundestag dann über diesen Führerscheinantrag debattiert und abstimmt. Das Portal LegalHighInhaltsstoffe ist im Moment die einzige Stelle in Deutschland, die Proben annimmt, Cannabisproben, Marihuana, Haschisch, um sie zu untersuchen auf synthetische Cannabinoide, die zunehmend offensichtlich beigemengt werden und ja, die ganze Sache gefährlicher machen. Da habe ich mehrfach schon darüber berichtet hier. Und jetzt gibt es neue Zahlen und Fakten von den Kollegen von legalhighinhaltsstoffe.de. Die haben inzwischen 211 verdächtige Proben untersucht, Haschisch und Marihuana. Und bei 79 dieser Proben hat sich der Verdacht bestätigt. Da waren künstliche Cannabinoide aufgetragen. Das sind 37% der als verdächtig eingeschickten Proben. Heißt auch, 63% der Proben, da haben sich die Konsumenten verschätzt. Die haben gedacht, damit stimmt irgendwas nicht, da müssen künstliche Cannabinoide drin sein, waren aber keine drin. Und es wurde ausschließlich das Cannabinoid MDMB-4-EN-Pinaca gefunden. Also nur eine einzige Sorte in diesen ganzen 79 Proben, wo halt positiv getestet wurde, nur dieses eine Cannabinoid. Aber es wird auch darauf hingewiesen, dass bei einer polizeilichen Sicherstellung 48 Kilo CBD-Blüten aufgeschlagen sind, also THC-arme Nutzhanfblüten, mit synthetischem Cannabinoid ADB-Butinaca. Also da ist dann doch nochmal ein Hinweis auch auf ein anderes Cannabinoid, was in Deutschland offensichtlich unterwegs ist. Und bei 211 Proben ist natürlich sehr wenig und da ist schon von einer großen Dunkelziffer auszugehen. Also ist unterwegs da draußen. Synthetische Cannabinoide sind sehr viel gefährlicher als die natürlichen, als natürliches Cannabis. Es gab schon einige Todesfälle, von daher immer wieder die Warnung, wenn ihr den Verdacht habt, dass dieses Zeug damit gepanscht ist, packt es nicht an. LegalHighInhaltsstoffe.de, dieses Portal, die nehmen weiterhin nach Anfrage, also vorher erstmal anfragen, nehmen die Proben an zum Test. Die checken also erstmal ab, ne, wie wahrscheinlich sie das halten, dass tatsächlich synthetische Cannabinoide drin sind. Und dann kann man es halt hinschicken und die geben einem dann irgendwann das Ergebnis. Vollkommen anonym übrigens. Man kommt dann auch im Nachhinein, kommen die selber an die Daten nicht mehr dran von den Leuten. Habe ich mir alles erklären lassen. Und es wird auch nochmal darauf hingewiesen, bei diesen Tests wird nicht auf andere Streckmittel wie Brix oder Blei oder sonst was ja, getestet, sondern nur auf diese Cannabinoide, auf die künstlichen und auch nicht der THC-Wert, wird auch nicht untersucht. Da ist kein umfassendes Drug-Checking oder so, sondern es geht nur um diese Frage. Aber es gibt zum ersten Mal auch eine regionale Verteilung. Da gibt es eine schöne interaktive Karte, wo man sich das ansehen kann, woher die meisten positiven Proben kamen. Und Schwerpunkte dieser positiven Proben waren München, Stuttgart, Regensburg, Berlin, Hamburg und Osnabrück. Von Jens Spahn gibt es ein interessantes neues Zitat auf dem Tagesschau-Kanal. Der hat schon mehrfach deutlich gemacht, dass er persönlich gegen die Legalisierung von Cannabis ist. Unter anderem, weil Jesus Wasser in Wein verwandelt hat und nicht Gras in schwarzen Afghanen, hat er mal gesagt, hat er sogar mehrfach gesagt, im Abstand von Jahren. Ja, das ist sein Standardspruch, warum er dagegen ist. Ist halt eine C-Partei, ne, christlich und so, da wird auf Jesus geguckt. Wobei auch in der Bibel jede Menge Anhaltspunkte dafür sind, auf Cannabis, ja, die modern neu interpretiert darauf hinweisen. Aber gut, das führt jetzt zu weit. Jedenfalls, er hat sich offen für die Debatte gezeigt. Er will sich anschauen, wie das Ganze in Ländern läuft, die schon legalisiert haben. Hier ein kleiner Ausschnitt. Ich bin da auch kein Ideologe, also ich bin da nicht so oder verbohrt. Ich nehme ja die Argumente wahr. Und ich habe mir auch vorgenommen, und ich hätte das wahrscheinlich ohne Corona auch dieses Jahr schon gemacht, mir die Länder, in denen es ja auch eine Legalisierung gegeben hat, sei es in den USA, in einigen Bundesstaaten zum Beispiel, mir das einfach anzuschauen wirklich, ob das hält, was es versprochen hat. Angeblich geht ja Kriminalität dann runter und anderes mehr. Das kann man ja wirklich sehen sozusagen im Realleben, ob das funktioniert oder nicht. Und wenn das funktioniert, bin ich ja niemand, der die Debatte irgendwie nicht bereit ist zu führen. Nach diesem Statement argumentiert er weiter und erklärt nochmal, warum er persönlich jetzt selber noch nicht davon überzeugt ist, noch eigentlich gegen die Legalisierung eingestellt ist, aber eben auch offen für die Debatte und so, und sagt es halt nochmal und noch einen Ausschnitt. Ich verstehe die Debatte total, aber ich bin I'm not yet convinced, würde man an anderer Stelle sagen, aber ich lasse mich auf Argumente ein. Ja, das, ob man ihm das jetzt glaubt oder nicht, wie offen er da ist oder nicht, das mag jeder selbst beurteilen. Ich sehe das Ganze jedenfalls als kleine Lockerungsübung. Wenn nach der Wahl nämlich die CDU möglicherweise mit einem anderen Koalitionspartner regiert als jetzt, die ist mit der SPD, speziell die Grünen, ne? Schwarz-Grün ist ja im Moment im Prinzip in aller Munde, dass das passieren könnte, dann werden die Grünen die Legalisierung fordern in den Koalitionsverhandlungen, und ja, die CDU macht sich da ein bisschen locker schon mal irgendwie und baut da keine komplette Verweigerungshaltung auf. Das ist ein kleines Zeichen in die richtige Richtung. Der US-Staat New Jersey ist weiter als Jens Spahn. Die haben nämlich diese Woche ein Gesetz zur Legalisierung verabschiedet und der Gouverneur hat es auch unterschrieben. Die Sache ist jetzt in trockenen Tüchern. Das ist jetzt keine ganz so dolle Breaking News, wie es sich zuerst anhört, sonst würde ich hier mehr strahlen und hopsen irgendwie. Aber wir zählen New Jersey schon seit der Volksbefragung im letzten Jahr zu den Legalize-Staaten. Da war die Sache eigentlich schon klar. Nur war es eben in dem Fall so, dass es eben kein Volksentscheid war, sondern eine Volksbefragung, die die Politik selbst angestoßen hat. Die haben auch gesagt, sie würden sich dran halten, deswegen haben wir es schon im Prinzip vorweggenommen. Aber das war nicht so konkret wie die Volksabstimmung in anderen Bundesstaaten, die zur Legalisierung führen, wo quasi schon ein ganzes Gesetz abgestimmt wird. Dieses Gesetz musste jetzt erst noch erstellt werden. Das Parlament musste sich auf die Einzelheiten einigen und das eben jetzt passiert. Wird noch eine Weile dauern, bis die Shops eröffnen. Aber was gar ist, ab sofort sind die Konsumenten entkriminalisiert. Ab sofort wird kein Strafverfahren mehr gegen Konsumenten eröffnet. Es wird niemand mehr verhaftet für geringe Mengen zum Eigenverbrauch. Und Prozesse und Verfahren, die jetzt gerade laufen, werden sofort eingestellt. Und das stellt euch mal vor, ja, was ein genialer Moment. Ihr habt gerade ein Strafverfahren wegen Cannabis laufen, vielleicht sogar einen Gerichtstermin vor euch, nächste Woche oder so, ja, große Sache. Und dann kommt ein Brief, wo drin steht, ja, oh nö, kannst du vergessen, Cannabis ist jetzt legal, ja, muss nicht kommen, ist erledigt. So, toll. Was ich leider nicht rausgefunden habe in den aktuellen Meldungen, ob der Eigenanbau auch legalisiert wurde, habe ich nichts zu gefunden, komischerweise, ja, sonst steht es immer dabei. Muss man mal ein bisschen recherchieren, da könnt ihr auch mal gucken, wenn es irgendwer findet, oder wir haben zufällig Zuschauer in New Jersey und ihr wisst das, ja, sagt ihr nicht die Hinweise mit Quellenangaben, nimmt die Kommentarspalte entgegen. Und wir jammern ja hier ganz gerne mal rum, wenn YouTube uns zitiert und Videos löscht und so weiter, sehr ärgerlich. Aber noch viel schlimmer hat es jetzt ein YouTuber in der Türkei getroffen. Der heißt Ömer Aslan und sein Kanal heißt Porkay. Und der Mann macht Parodien und bringt seine Zuschauer zum Lachen und das sieht ungefähr so aus. Bugün rap camiasına atılıyoruz. Rap yapacağız biz, şarkı söyleyeceğiz. Çok para kazanacağız emin olun. Ama rapçi olmak için öncelikle bir isme ihtiyacımız var. Bu yüzden geçen hafta size dedim ki yeni bir rapçi ismi bulabilir misiniz? Ve işte cevaplarınız. Der hat also nun eine Parodie auf Cannabis gemacht mit dem Namen Ich rauche Gras. Und eigentlich ist das eine Anti-Cannabis-Video, weil er sich da ziemlich hängerig darstellt. Und in dem Artikel, ich glaube Business Insider war der Artikel, da hängt er so in der Badewanne irgendwie bekifft und so. Ne? Also eigentlich, naja, Parodie eben. Ne? Und jetzt nicht unbedingt Werbung für Cannabiskonsum. Der Mann ist jetzt zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt worden wegen Verherrlichung von Drogenkonsum. Und damit komme ich zu den Terminen. Ihr habt es bald geschafft. Alles Ortsgruppentermine, diesmal wieder. Online-Treffen jeweils, und zwar in Karlsruhe am 27. Februar, in Koblenz am 28. Februar, in Berlin trifft sich die Ortsgruppe online am 1. März, in Hamburg online Klönschnack am 2. März und in Karlsruhe trifft sich die Ortsgruppe online am 6. März. Und das war's. Alle, die unseren Kanal schon abonniert und die Glocke gedrückt haben, haben sofort eine Nachricht gekriegt gestern, als unser Video online gegangen ist. Georg Wurth im Bundestag, die Statements für euch zum Thema Cannabis und Führerschein. Alle, die uns nicht abonniert haben und nicht die Glocke gedrückt haben, haben diese Woche einen Grund gehabt, traurig zu sein und sollten sofort das nachholen und am besten gleich noch dieses Video hier liken. Und ich wünsche euch damit noch einen schönen Tag und einen großartigen Abend.